Es ist eine visuelle Reise, die so ein Verhältnis aufbaut zwischen vielleicht so einer Sehnsucht nach einem Eintauchen in Natur, aber auch der gleichzeitigen Kontrolle. Mein Name ist Anni Schulze. Ich arbeite mit Video, Zeichnungen, Skulpturen und Installationen. Hallo Anni. Wir sind heute hier im Schirrencafé wegen Double Feature und heute Abend werden wir deinen Film Merchants Freely Enter zeigen und er ist 2017 entstanden und wir haben hier quasi eine Premiere, richtig? Ja, es ist vielleicht die zweite Premiere, weil vor einer Woche habe ich den Film gezeigt in einer Installation in Schloss Ringenberg, aber so gesehen ist es die Premiere, die jetzt auf Reisen geht. Also Schloss Ringenberg, dort hast du gerade ein Stipendium gehabt und der Film ist, glaube ich, überwiegend dort entstanden, richtig? Mhm. Der Film ist da entstanden, in der Gegend um Schloss Ringenberg. Schloss Ringenberg war mir auch nur so ein abstrakter Begriff. Wo liegt das? Das liegt in der Nähe von Düsseldorf, wirklich auf dem Land. Und genau, als ich das Stipendium bekommen habe, also vorher waren schon Ideen zu dem Projekt und zu dem Film waren irgendwie schon da, also die waren jetzt nicht nur abhängig von dem Ort, aber natürlich hat das begünstigt, dass ich jetzt ein Jahr da gelebt habe und vor Ort Recherchen machen konnte und einfach auch das Setting da so entstanden ist. Also ist auf der einen Seite der Ort unabhängig von der Idee des Films. Ja. Was bedeutet es dann für die Recherche? Also die Recherche ist aus, also ich habe nur Schloss Ringenberg eingegeben und habe nur herausgefunden, dass irgendeine Adelsfamilie irgendwann das Schloss gekauft hat und dass es mal ganz früher, glaube ich, vor Mittelalter, im Mittelalter so ein Sumpfgebiet war. Mhm. Und dann habe ich mich gefragt, inwiefern sind solche Informationen für dich oder für die Produktion des Filmes dann von besonderer Bedeutung oder haben die Einfluss auf den Film? Ja, durchaus. Also ich habe zum Beispiel in der Zeit relativ viel Kontakt aufgenommen mit so Landwirten und Bauern in der Gegend, weil mich eben interessiert hat, inwiefern Drohnen und die Technik der Drohne in der Landwirtschaft dort schon eingesetzt wird, weil das ja immer mehr kommt. In Amerika ist ja fast schon gang und gäbe. Und für mich war es super interessant, dass wirklich tatsächlich dieses Jahr in der Gegend zum Beispiel so Naturschutzvereine jetzt schon mit Drohnen arbeiten und Drohnen benutzen, um Landschaft zu scannen. Und diese vielleicht eher abstrakten Recherchen sind irgendwie dann doch auch ein Teil des Filmes geworden. Merchants Freely Enter, der Film, könnte man sagen, besteht aus mehreren Kapiteln oder, sag ich mal, mehreren Teilen. Aber in erster Linie geht es schon darum, einen Blick in diese Natur zu bringen. Es gibt viele Close-ups, also Nahaufnahmen von Pflanzen, von Gewässer. Man sieht dann aber auf einmal wieder eben der Blick aus der Vogelperspektive. Das sage ich mal jetzt anknüpfend an die Drohne. Der Blick von der Drohne wäre auf Landschaft. Ist das also, sage ich mal, für dein eigenes Arbeiten auch wichtig, diesen technologischen Progress mitzumachen oder das so einzusetzen in die Arbeit? Ja, auf jeden Fall. Also das ist klar. Also ich arbeite nie wirklich mit einem großen Skript, also vieles passiert auch im Prozess während dem Dreh, aber diese Elemente sind klar vorher. Also mir ist ganz klar, okay, für diesen Teil brauchen wir eher so ein Close-up oder das ist was ja von ganz nahem betrachtet werden muss und im nächsten Teil arbeiten wir nur mit Drohnen. Also darum wirklich, geht's, genau. Also diese Sequenzen sind tatsächlich mit Drohnen dann auch gefilmt? Genau, ja. Ja. Yes. Und dazu kommt natürlich dann noch eine dritte oder mindestens ein drittes Element, der Sound. Mhm. Der Sound ist ja, der hat so wie so eine Eigendynamik in dem Film, weil ich hatte zum Teil das Gefühl, ja, also man sieht Wasser und man hört Wasser, aber das, was man als Wasser hört, passt eigentlich nicht zu der, sag ich mal, zu dem Wasser, was man sieht. Also wie beispielsweise ein Bach, aber ich höre das Tropfen von Wasser wie in eine Blechkanne.
Welche Bedeutung hat die Soundspur für dich? Also für die Arbeit war das wahnsinnig wichtig. Also ich habe auch nicht alleine den Sound gemacht, sondern mit Philipp Karanika, ein Musiker aus Berlin. Und genau, und das war so ein bisschen, dass ich eigentlich eine Soundcollage ihm vorgegeben habe und vielleicht auch so ein bisschen wie so eine Komposition. Er aber, also nach langen Gesprächen auch darüber, wie ich gewisse, gewisse Bildsequenzen sehe und auch vielleicht, dass es für mich auch wichtig ist, eben nicht den Bach wie ein Bach klingen zu lassen, sondern auch vielleicht den Sound auch in so eine Art von Digitalität zu bringen. Und im Endeffekt ist es aber dann Philipps Reaktion bis zum letzten Ende auf meine Bilder sozusagen entstanden. Ja. Wie würdest du die Inhaltsangabe für deinen Film geben? Wie würde die aussehen? Ich glaube, die würde immer anfangen mit einer Reise, also weil für mich ist der Film ja auf jeden Fall wie eine visuelle Reise geworden. Am Anfang hatte ich auch Sprache im Kopf, weil ich in vielen Filmen zuvor auch mit Sprache und oder dem Verhältnis von Sprache und Bild gearbeitet habe. Und irgendwann haben sich die Bilder von Merchants Freely Enter aber so weiterentwickelt, dass ich sagen würde, es ist eine visuelle Reise, die aber auch vielleicht so ein Verhältnis aufbaut zwischen vielleicht so einer Sehnsucht nach einem Eintauchen in Natur, aber auch der gleichzeitigen Kontrolle von Natur. Das wäre jetzt eine Frage für mich an dich, inwiefern der Film auch dahingehend für dich eine Aussage treffen soll, dass Natur als Sehnsuchtsort gar nicht mehr existent ist oder ob es für dich überhaupt darum geht, eine Aussage über Natur im Umgang, sage ich mal, Mensch und Natur zu treffen. Ich glaube, es geht weniger darum, irgendwie A und B zu benennen, als zu schauen, vielleicht was da ist und also vielleicht auch vom Bild ausgehend, wie wir, welche Bilder wir um Natur produzieren. Und das, was mich interessiert hat, ist, dass ich sehr viele Malereien mir angeschaut habe, sei es irgendwie Bruegel oder halt so die typischen Sachen. Und die auch ganz, ganz oft einfach schon so eine Vogelperspektive aufzeigen. Und in der Vogelperspektive gemalt sind. Und das ist auch was, was dann wieder vielleicht die Vogelperspektive von meiner Drohne oder der Drohne beeinflusst hat, die wir benutzt haben. Der Titel, Merchants Freely Enter. Ich hab mal gegoogelt, dachte, vielleicht ist das ein Titel oder so, aber das Einzige, was ich gefunden habe, dass es quasi zu einer Definition vom freien Markt handelt und dass Merchants Freely Enter ist ein kompetitives Marktwirtschaftsmodell. Ja. Und das ist das Einzige, was ich gefunden habe. Aber was ist es tatsächlich? Es ist eigentlich ein sehr literarischer Titel. Also, oder eigentlich dieser Titel ist eine Notiz, die ich gemacht habe während dem Film Feckend Soil. Weil da habe ich eben relativ viel in die Geschichte von Kautschuk und so weiter geschaut und es gibt ein wichtiges Buch, Red Rubber, und in diesem Buch Red Rubber wird eben der Kongo beschrieben und wie dort Landschaft unter brutalster Weise ausgebeutet wurde. Und eine Beschreibung war eben, oder eine ganz spezielle Beschreibung war von einem Landstrich, wo dann jemand geschrieben hat und die einzigen, die eintreten konnten, oder Merchants Freely Enter. Und irgendwie war das nur so eine Randnotiz, die ich auch schon vergessen hatte, aber die jetzt irgendwie, also die mir immer im Kopf geblieben ist, weil ich irgendwie den Titel irgendwie oder diese Zusammensetzung der Wörter mal relativ stark oder spannend fand. Und für mich ist das dann mit dieser Beschäftigung mit Drohnen auch was anderes geworden. Also wer ist jetzt eigentlich der Kaufmann? Und also es geht darum,
dass ja vielleicht wie so Grenzen überschritten werden. Also eine Durchlässigkeit, genau. Also eine höhere Durchlässigkeit da ist. Ja, und so ist der Titel zu dem Titel geworden. Ja. Vielen Dank, dass du gekommen bist. Vielen Dank für das Interview. Ja, danke für die Einladung.